Bruder? Bruder, ich glaube, ich hab's. Bruder, ich glaube, ich hab's. Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Yo-Kai Watch 3. Willkommen zurück zum Let's Play von Yo-Kai Watch 3. Ich glaube, heute ist der Tag gekommen. Heute ist endlich der Tag gekommen, wo ich euch etwas ganz Besonderes zeigen werde. Etwas, das mit Butzemon und der Maskior zusammenhängt. Denn der gute InfTV, der alte Ehrenbruts, hat mir auf Discord folgenden Tipp gegeben, wie man an Demaskior kommen kann. Und das werden wir uns wahrscheinlich heute zu Gemüte führen, passt auf. Er hat geschrieben, du musst zum Waldberg, beziehungsweise zum Yokai Maten und links daneben steht Mr. F. Und den musst du ansprechen und er gibt dir eine Einladung. Jeden Tag eine. Ich bin jetzt schon seit 5 Tagen hier und die einzige Einladung, die ich immer bekommen habe, war die, ich glaube, Sushi-Sushi-Yaki-Einladung. Wir werden es aber gleich sehen. Es gibt jedenfalls drei Einladungsarten, die man bekommen kann. Die Sushi-Sushi-Yaki-Einladung, die Tempura-Sushi-Yaki-Einladung und die Tempura-Sushi-Einladung. Letztere haben wir hier bekommen. Glaube ich jedenfalls. Weil Sushi-Tempura-Einladung, Tempura-Sushi. Ich hoffe, dass es. Ja, also das Ding ist so, es gibt diese kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Tempura-Sushi-Einladung eine andere ist als die Sushi-Tempura-Einladung oder Inf hat sich halt vertan, hat Sushi und Tempura vertauscht. Auf die kommt es aber wahrscheinlich an, auf die Sushi-Tempura-Einladung. Denn hier steht, wenn du die Tempura-Sushi-Einladung bekommst, musst du runter ins Restaurant. Dort musst du dann halt zuerst gegen den besonderen Shibanyan kämpfen. Und wenn das vorbei ist, kriegst du das Essen. Sushiyaki. Sushiyaki? Okay. Aber es gibt eine besondere Szene, wenn du kein Essen, sondern ein der Koch-Yokai, in dem Falle halt Demaskior mit der Einladung bekommst. Und den musst du dann besiegen. Und dann bekommst du das Fusions-Item für Butzemon. Dann bekommst du halt bei den Ampeln wie immer Butzemon. Und dann musst du halt dieses Item mit Butzemon fusionieren und bekommst Demaskior. Er ist generell ein sehr guter Yokai, aber seine Fähigkeiten machen ihn leider wieder schlecht. Naja, musst du wissen, ob du ihn ins Team nehmen willst oder nicht. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und dir, ja, und dir helfen. Es ist eine Quest oder es ist eine Qual, ihn zu bekommen. Also viel Glück. Also, ich glaube, ich habe die richtige Einladung bekommen, aber ich glaube, es gibt innerhalb dieses Einladungsmusters noch gewisse Chancen, die eintreffen müssen, damit ich den Maskier bekommen kann. Das heißt, auch wenn ich diese Einladung habe, ist es nicht garantiert, dass der Maskier unten im Restaurant Yokulus uns entgegentritt. Probieren was. Mit der Einladung kannst du das ultimative mehrgängige Menü bestellen. Amüsiere dich gut. Und ich glaube, dass wir diese Einladung, wie gesagt, unten annehmen können oder halt einreichen können. Da haben wir sie, die Sushi-Tempura-Einladung. Eine Einladung zu einem Gang Sushi und Tempura im Restaurant Yokulus. Und ich habe halt die letzten Tage diese hier bekommen, die Sushi-Sushi-Yaki-Einladung. Und jetzt halt eben die hier. Und ich hoffe, dass die dafür sorgt, dass ich Demaskior bekommen kann. Hoffen wir es. Wir gehen jedenfalls jetzt in die Yokai World und gucken mal. Bitte lass es der Fall sein, ja? Und es gibt halt, wie gesagt, nur drei Einladungen und das muss die halt dann eben sein. Es gibt zwar noch, ich glaube, die Tempura-Dingensküchen-Einladung, aber. Wie hieß die nochmal? Es gibt die Sushi-Sushi-Yaki, Tempura-Sushi-Yaki und Tempura-Sushi. Wie gesagt, letztere haben wir bekommen. Also hoffe ich doch mal, dass die uns zu Demaskior bringt. Und ich hoffe, wir haben das Glück. Insofern, dass irgendwas mit Glück zu tun hat, um. Naja. Demaskior zu bekommen. Jetzt wurde gerade eben gesagt, du musst gegen den besonderen Shibanyan kämpfen, aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist, dass es dieser ist. Nee, das ist nur der Kampf gegen Sushinan. Ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt bekämpfen müssen. Sondern wir müssen hier zu Mermaid. Haben Sie eine Einladung für das Restaurant? Ja, ich habe eine. Vielen Dank, treten Sie doch ein. Ja, und welche wurde jetzt genommen? Welche Einladung wurde jetzt genommen? Wird das jetzt hier erklärt oder was? Bruder? Oder muss ich die Einladung
in dem Restaurant abgeben. Ich hoffe, wir bekommen gefragt, welche Einladung wir abgeben wollen. Weil ich glaube, bisher wurde mir noch keine abgenommen. Keine Einladung. Na, weiter geht's. Ist die Frage, ob hier irgendwas Besonderes ist. Nee, hier ist nur das Restaurant an sich. Ich glaube, wir müssen mit Meermadonna sprechen. Ich glaube, viel mehr an besonderen Yokai gibt es ja nicht. Die meisten hier sind NPCs und es gibt nur einen einzigen Yokai, den wir irgendwie ansprechen können, um irgendwas zu bekommen. Und das wäre halt eben Meermadonna. Also lasst uns mit ihr sprechen und hoffen, dass wir diese Einladung abgeben können. Willkommen, wie ich sehe, hast du eine Einladung, um bei uns zu speisen. Mit dieser Einladung kannst du nun unser Luxusmenü genießen. Bevor du deine Mahlzeit genießt, musst du in dein Tagebuch schreiben. Welches Menü würdest du heute gern verkosten? Das war die Sushi-Tempura-Einladung, oder? Dementsprechend das Sushi-Tempura-Menü. Tempura-Sushi, Sushi-Tempura. Ja. Scheiße, Bruder, Feuerwehr! Ja, scheiße, Bruder. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Aber ich glaube, ihr habt es gehört. Ich sag jetzt einfach mal, es war der Stuhl. Es war der Stuhl. Exzellente Wahl. Gib mir bitte deine Sushi-Tempura-Einladung. Es ist halt wirklich pures Glück, ob du jetzt diese Einladung bekommst oder nicht. Also, ich glaube, es gibt eine 33% Chance, dadurch, dass es halt eben drei Einladungen gibt, ob du jetzt wirklich diese Einladung bekommst. Naja, let's go. Lass uns hoffen, dass wir jetzt den Maskio zu sehen bekommen. Jetzt sollte erstmal Shibanyan kommen. Komm raus, Meister des Sushi und des Tempura. Wenn alles richtig läuft. Es ist der Maskio. Ich habe jetzt halt nur Angst, wisst ihr, was ich meine? Weil Inf hat geschrieben, ja, du musst erstmal gegen Shibanyan kämpfen. Er hat das so geschrieben. Und zwar, du musst runter ins Restaurant und dort musst du halt zuerst gegen einen der besonderen Shibanyan kämpfen. Aber das ist jetzt nicht passiert, sondern wir haben direkt Demaskior. Ich hoffe trotzdem, dass wir das Item bekommen, was er, naja, uns geben wird. Oder was er halt eben besitzt. Ich hoffe, dass wir dieses Item kriegen. Oh, oh, ich kann deinen Geschmack durchschauen. Du Sau. Dann wollen wir mit dem Mahl beginnen. Wir beginnen das Sushi-Tempura-Menü mit der heilenden Suppe mit Erfahrungscreme. Lass uns die Speisen auftragen. Hier ist der erste Gang. Genießen Sie bitte den Geschmack von Heilung mit Erfahrungspunkten im Abgang. Wow, das schmeckt super großartig. Bekommen wir jetzt echt EP? Life Points und Seelenanzeige deiner Yokai wurden wieder komplett aufgefüllt. Puh, das war köstlich. Hä? Da ist etwas am Boden der Schüssel. Ach so, eine Klugel. Alter, eine heilige Klugel. Glück gehabt. Der nächste Gang ist eine Kollektion seltener Yokai. Mit diesem Item können Sie vom Küchenchef ausgewählte seltene Yokai bekämpfen. Je nach Ihrer Verfassung können wir diesen Gang aber auch ausfallen lassen. Möchten Sie diese Kollektion seltener Yokai genießen? Ja, natürlich will ich das. Ich hoffe, das hat irgendwas damit zu tun. Her damit. Ja, bitte. Wie Sie wünschen. Lasst uns die Speisen auftragen. Was ist, wenn ich jetzt auf Nein geklickt hätte? Okay, es ist der besondere Shibanyan. Ich glaube, dass der gemeint ist. Es ist angerichtet. Das sind die seltenen Yokai der Saison. Sie wurden sorgsam ausgewählt. Bitte essen Sie auf, solange Sie noch frisch sind. Also, das Ding ist so, ne? Versteht mich bitte. Ich weiß halt nicht, ob es hier innerhalb dieses Einladungsmusters, innerhalb dieses Gängemenüs, alternative Wege gibt, die mit Glück irgendwie bestimmt werden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Pech habe, dass ich jetzt zwar gegen die ganzen besonderen Nians kämpfe, aber Demaskio am Ende nicht kommt. Also ich hab die Angst und ich habe das Gefühl, dass es irgendwas mit Glück zu tun hat. Weil wenn Inf schreibt, dass es halt voll cringe ist, dass es eine Qual war, ihn zu bekommen, dann hoffe ich damit nicht, dass der Grund darin liegt, dass es Glück ist, ob man dieses Item bekommt oder nicht. Sondern ich hoffe, es ist garantiert.
Weil es ist eh schon Glück genug und Qual genug, diese Einladung zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn dann aber innerhalb dieses Gängemenüs diese Chance besteht, dass du dieses Item kriegst, dann raste ich aus. Also ich hoffe, dass das Bekommen dieses Items garantiert ist. Nun denn. Nun kommen wir zum letzten Gericht. Der letzte Gang ist unser berühmter Sushi-Tempura-Schmaus. Nun wollen wir das Gericht vorbereiten. Dies ist unser berühmter Sushi-Tempura-Schmaus. Dies ist eine besondere Speise, die den Gaumen eines jeden Yokai fesselt, der sie verspeist. Guten Damen. Guten Damen, je. Das war das gesamte Sushi-Tempura-Menü. Vielen Dank fürs Kommen. Beehren Sie uns bald wieder. Nein. Wo ist der Maskior? Also ist es halt wirklich Glück, ob der kommt oder was? Okay, alles klar. Wir machen es folgendermaßen. Ich habe einfach kein Glück, was das Bekommen der Sushi-Tempura-Einladung angeht. Ganz im Ernst, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, zum 7. Mal mit dem gesprochen. Und klar, ne, wenn man jetzt bedenkt, dass die Chance, das Demaskior-Item zu bekommen, nicht so hoch ist, hätte man vielleicht schon ein bisschen früher zu ihm kommen müssen, aber das konnte ich ja nicht wissen. Ja, also ich bin zum Anfang des Let's Plays mal zu ihm gegangen, zu Herrn F., und habe mir so eine Einladung geholt, um euch auch mal ganz kurz zu zeigen, ne, wie sieht das Restaurant Yokulos aus. Das war am Anfang des Let's Plays. Und dann war ich halt seitdem nie wieder hier und wusste auch gar nicht, dass man Demaskior durch das Restaurant Yokulos bekommen kann. Von daher, ja, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns ganz kurz angucken, wie viele Einladungen wir denn schon bekommen haben. Und ich bin mal gespannt, wie viele das sind, ne? Wo haben wir sie denn? Ah, hier. So. Wir haben jetzt 5 Sushi-Sushiyaki-Einladungen, ne? Wir brauchen aber die, ihr wisst es, Sushi-Tempura-Einladung. Und ich habe 3-mal, glaube ich, nacheinander eine bekommen. Ich habe auch sowieso das Gefühl, dass es halt so ist, dass man 3 Tage lang nacheinander die Sushi-Sushi-Yaki-Einladung bekommt. Und dann die Sushi-Tempura-Einladung 3-mal hintereinander. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Aber naja, jedenfalls, ich habe es jetzt oft genug probiert. An mir soll es nicht scheitern. Ganz ehrlich. Ja. Wenn es Glück ist. Wenn es Glück ist, ob man jetzt eine Sushi-Tempura-Einladung bekommt oder nicht. Und wenn es jetzt Glück ist, ob man das Demaskior-Item bekommt, nachdem man die Sushi-Tempura-Einladung abgegeben hat. Wenn das beides auf Glück basiert, spiele ich da nicht mit. Okay? Dementsprechend, ich habe jetzt meinen Beitrag geleistet. Ich hätte vielleicht ein bisschen öfter zu ihm kommen sollen, aber wie gesagt, ich wusste ja nicht bis vor einigen Tagen, dass man hier den guten Dingenskirchen bekommen kann. Ja, das Demaskior-Item. Um auch, wie gesagt, Butzemon zu Demaskior zu fusionieren. Aber apropos Butzemon, ja, ihr habt gesehen, also ich habe wirklich jetzt ungelogen, ne? Ihr könnt es euch ja ausrechnen. Ich habe 5 Sushi-Sushiyaki-Einladungen. Sushiyaki? Sukiyaki. 5 Sushi-Sukiyaki-Einladungen bekommen. Das ist Zungenbrecher des Todes. Und ich hatte 3 Sushi-Tempura-Einladungen gehabt. Und die, wie gesagt, 3-mal nacheinander. Also insgesamt war ich jetzt 8 Tage bei dem, ja. 8 Tage war ich nacheinander hier. In der Hoffnung, ich bekomme erstens die Sushi-Tempura-Einladungen. Und zweitens, ich bekomme das Demaskior-Item im Restaurant Yokulos. Ist beides nicht passiert. Also ersteres schon 3-mal, aber zweiteres nicht. Und ganz im Ernst, ich bin sehr unmotiviert, hier jetzt 20-mal hinzugehen mit einer Sushi-Tempura-Einladung ins Restaurant Yokulos, um vielleicht eine kleine Wahrscheinlichkeit zu haben, dass ich dieses Item bekomme. Von daher, scheiß drauf, ich habe meinen Beitrag geleistet, deswegen machen wir jetzt Folgendes, und zwar werden wir jetzt Butzemon befreunden. So einfach ist die Kiste. Wir werden jetzt Butzemon befreunden und dann passt uns das. Dann werde ich hier den guten Shogunan im Team lassen, dann scheiß auf Demaskior. Ich habe eh von vielen gehört, dass er zwar stark sein soll, aber seine Fähigkeiten machen das wohl kaputt oder so. Von daher, naja. Holen wir uns jetzt erstmal Butzemon. Irgendwelche Gören hier,
die sich nicht nach Ampeln richten. Ja, moin. Da haben wir ihn, den alten Brutz. Okay. Brüder, das wird hart, weil ihr wisst, ne, die Stärke von Butzemon richtet sich nach eurem Watch-Rang. Bedeutet, wenn ihr Butzemon als, bekämpft, wenn ihr mit dem Yokai-Watch-Rang auf Rang E seid, ist es ein ziemlich einfaches Spielen zu bekommen. Bei Rang S schwierig. Und er wird immer stärker, je mehr Yokai er killt. Deswegen müssen wir uns hier so ein bisschen vorbereiten und packen die stärksten Yokai nach vorne. Und da würde ich doch sagen, wie wär's denn mit dem wachen Hinovator? Ja. Und dann schmeckt das. Verbotene Frucht drauf auf die heilige Sau. Ja, moin. Und direkt die Strahlenkanone drauf. Direkt zu Anfang. Er sagt zwar, geht so, aber wenn wir es schaffen, ihn zu klatschen, wird er zu 100% mitkommen. So, was ist das hier nochmal? Der Enma-Eliminator. Oh. Aber die herziger Revolver wäre wahrscheinlich besser gewesen, ne? Gönjamin. Gönjamin! So. Alter, der Schaden. Alter, der Schaden. Bruder. Ja, moin. Das schmeckt. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann so schnell geht. Mulm. Da kommen sie ja ran jetzt. So, Butzemon. Na, wenn du mal kein starkes Persönlich... Was? Wenn du mal kein starkes Persönchen bist, lass uns doch Freunde sein. Sicherlich. Butzemon. Okay, Alter, die Strahlkanone hat echt reingehauen. Butzemon, ja, kommen Sie heran. So, ich bin mir zwar schon sicher, dass ich diesen Zuschauer benannt habe, aber wenn er ja so oft darauf besteht, noch nicht benannt worden zu sein... Stimmt das vielleicht sogar? Oder er hat das eine Video nicht geguckt, in dem ich ihn benannt habe. Ich weiß es nicht. Ich bin mir jedenfalls sicher, ich habe schon mal einen hier in Yokai Watch 3 nach Hovernan benannt. Aber gut, man weiß ja nie so richtig, ne? Hovernan YouTube, der geht raus an dich. Ich danke dir fürs Kommentieren. Es gibt auch vielleicht mehrere Hovernans und... Ja, dann habe ich halt eben den anderen Hovernan-Abonnenten nach einem Yokai benannt. Jetzt bist du auf jeden Fall gemeint. Grüße gehen hinaus. So, ja, also, was soll ich sagen? Ihr habt es mitbekommen, ja? Wenn ich nicht die Möglichkeit kriege, das Demaskio-Item zu bekommen, sind mir die Hände gebunden. Ich werde es jetzt natürlich noch weiterhin probieren, ja? Hier so, der Titel des Videos, so bekommt man Butzemon auch, aber so bekommt man Demaskio. Und Demaskio bekommt man halt eben, indem man durch die Sushi-Tempura-Einladung das nötige Glück hat, um im Restaurant Yokolus gegen ihn antreten zu dürfen. Das ist, glaube ich, so eine 5% Wahrscheinlichkeit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, durch die dieser Demaskio halt eben im Restaurant Yokolus mit der Sushi-Tempura-Einladung gegen euch kämpft und euch dann ein Item gibt. Und dieses Item, das ihr dann von ihm bekommt, zu einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit, müsst ihr mit Butzemon fusionieren. Und dann kommt da halt eben Demaskio bei raus. Die stärkere Form von Butzemon. Ich habe sie in diesem Video jetzt nicht bekommen. Das tut mir leid. Aber was soll ich tun? Na, ich, wenn man hier alles auf Glück aufbaut, ist doch kacke. Ne, und ist halt vom Cringe-Level schon ein bisschen krasser als... Naja. Tomjan. Also, weil wir hier so einen doppelten Standard haben, so einen doppelten Glücksfaktor, ja. Erstmal Ticket und dann noch das Befreunden oder das Bekommen des Items. Also von daher. So, Schwertjagd. Kraft wächst mit jedem besiegten Gegner. Das ist die krasseste Fähigkeit, die man so in Yokai Watch kennt. Es ist einfach so, ne. Wie du einfach immer stärker wirst, immer einen besseren Boost kriegst, je mehr Gegner du killst, innerhalb eines Matches. Teammitglied wird der aber trotzdem nicht werden. So, beim nächsten Mal werden wir uns um... Ich würde sagen, die ersten Boss-Rushes kümmern, denn so langsam muss das Let's Play zu einem Ende kommen. Und ja, ich weiß, ich habe diverse Legendäre noch nicht bekommen. Das stimmt. Hier zum Beispiel, ja, aber... Wie gesagt...
Das war eh nicht so meine Aufgabe oder das war eh nicht so mein... Na, ich möchte schon fast sagen, meine Intention dahinter in Yo-Kai Watch 3. Jedenfalls jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo wir kurz vorm Yo-Kai Watch 4 Release stehen, alle Legendäre mir zu erhanden oder so. Deswegen kommen wir jetzt auch so langsam, aber sicher mal zum Ende des Let's Plays. Bedeutet, im nächsten Part machen wir einen Boss Rush in der Lenzhausener Innenstadt im Fitnessstudio. Und der letzte Part, der wahrscheinlich dann übermorgen kommt, jedenfalls vorläufig, ja. Es kann sehr gut sein, dass wir nach dem Ende von Yo-Kai Watch 4 oder zwischendrin immer mal wieder Yo-Kai Watch 3 Videos raushauen. Nur das wird halt nicht der Standard sein. Weil, wenn Yo-Kai Watch 4 rauskommt, liegt der Faktor bei Yo-Kai Watch 4 und nicht Yo-Kai Watch 3 oder anderen Videos, ja. Es kann aber hier und da passieren, dass während Yo-Kai Watch 4 läuft, noch hier und da am Wochenende ein Yo-Kai Watch 3 Part kommt. Das kann passieren. Also, das Ende, das richtige Story-Ende wird kommen. Mit dem Dharma-Turm und so. Das wird der letzte richtige Part. Alles weitere wird Bonus-Part-Content sein. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt noch so eine Tempura, so eine Sushi-Tempura-Einladung bekommen fürs Restaurant Yokulus, werde ich nochmal offscreen runtergehen und gucken, ob ich das Item kriege. Wenn ich es kriege, beispielsweise, ja, also sollte ich jetzt beispielsweise in so einem Bonus-Part-Content diesen, das Demaskio-Item bekommen, werde ich auch in diesem Bonus-Part Butzemon zu Demaskio fusionieren. Also, was wird euch in diesen Bonus-Parts erwarten, aber ich will euch nicht zu viel versprechen. Yo-Kai Watch 4 hat Vorrang und dementsprechend wird, sobald Yo-Kai Watch 4, wie gesagt, raus ist, auch erstrangig Yo-Kai Watch 4-Content kommen. Ganz klare Angelegenheit. Brudingos, bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.